Test 1, 2, 3. Alle muss versteckt sein. So, herzlich willkommen. Wir spielen Mountain Blade 2 Warband. Mountain Blade 1. Ja, was soll ich sagen, Leute? Der letzte Teil lief, ich hatte das Gefühl, sehr gut. Bis es dann nicht mehr so gut lief. Und ich richtig auf den Sack bekommen habe. Es ist ein Wechselbad der Gefühle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr seht, das ist alles, was ich habe. Ich habe selbst... Wie hieß er? Ja, den kenne ich schon nicht mal mehr. Nasir? Hieß er Nasir? Ich glaube, er hieß Nasir. Selbst ihn habe ich verloren. Borsche habe ich wieder bekommen, meinen guten alten Fährtenleser. Die zweite Person, die jemals zu mir gekommen ist. Der erste war so ein Trunkenbold. Jetzt habe ich hier Seeräuber am Nacken. Ja, was ist der Plan heute? Also ich würde sagen, wie viel Geld habe ich? Warum habe ich schon wieder keine... Ja, immerhin ein bisschen. Ich kann ein bisschen was verkaufen. Ja, der Plan ist, nicht zu sterben, ne? Die verbuggte Quest habe ich noch. Achso, die Quest ist fehlgeschlagen. Also wir haben keine Quest, wir müssen irgendwie einfache Quests machen. Ich habe Angst, das Spiel zu starten, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, der haut ab. Okay, sehr gut. Ja, dann müssen wir versuchen, uns wieder irgendwie aufzubauen. Und nicht ausrasten. Aber ich habe einen geilen Helm, Leute. Ich habe einen sehr skeptischen Blick drauf, auf alle Fälle. Ein sehr stolzes Schnurrbart. Lösegeldvermittler soll weggehen. Karawanenwache. Was ist los? Nein, hier. 800! Komplett wahnsinnig? Was soll ich nach 100 Geld hernehmen? Ah. 800. Das ist so toll, übertrieben. Ja, wie viel Geld hast du denn? Naja, ich habe halt so 100 kann ich dir halt geben. Ja. Ich habe halt mehr so halt mit 1000 gerechnet. So. Ist hier der... Gildenmeister! Boah, der Sternenhimmel, ey, ist der nicht gigantisch? Das ist die Milchstraße. Gildenmeister! Wo sind Sie? Kommen Sie! Ich habe eine Belohnung. Heilen ist auch ganz wichtig. Also ich muss sagen, wo ich mich langfristig sehe, ist einfach aufleveln, also mein Hauptcharakter. Und vielleicht werde ich da noch ein bisschen stärker. Jonathan hat gesagt, ich soll da Steine schmeißen sein lassen. Und vernünftige Waffen mir aussuchen. Ich wüsste nicht was. Bist du ein Gildenmeister, Waffenschmied? Du sag jetzt nicht, die haben hier keinen Gildenmeister. Sag mir jetzt nicht, die haben keinen Gildenmeister. Sag es mir jetzt nicht. Gillian! Trainieren könnte man auch noch, stimmt. Ist mir gerade so eingefallen. Aber ich könnte mal hier mal meine Sachen... Komm, quatsch mich hier nicht an. Meine Sachen verkaufen. Die Frage ist, was soll ich verkaufen? Das ist jetzt die Frage, ne? Was ist denn wichtiger? Ich meine, es gibt alles nicht viel. Das ist alles quatschi. So viel ist es auch nicht. Vielleicht ein paar Pfeile... Ein paar Pfeile tun noch nicht weh, oder?
So, dann habe ich wenigstens 100. Und noch so ein Böglein an der Waage. Komm, das braucht auch kein Mensch. Ich weiß halt nicht, wenn ich hier Leute rekrutiere, dann doch, dann will ich denen ja schon irgendwas geben, ne? So, ist das zu viel? Vielleicht... Ach komm, das noch. Und das noch. Und dann ist doch gut. So, dann kann ich mir die Luschen anheuern, die Rekrututen. Und ich muss auf die Uhr gucken, damit ich weiß, wie lange... Okay, 22.10 Uhr. So, es ist ja jetzt hier nach Halloween, ne? Was habt ihr denn so gemacht, Leute? Also nicht so, dass ich auf dem Chat gucken könnte oder gesetzten Fall überhaupt jemand zuguckt, aber einfach ein bisschen Smalltalk. Nicht zu viel quatschen, nicht zu wenig quatschen. Einfach eine gesunde Mischung. Gil! Du, vielleicht gibt's hier einfach keinen Gildenmeister. Ausgebildeter Nordfußsoldat. Und du bist Nordfußsoldat. Schneid dir mal schöne Scheibe ab von deinem Kollegen. So, das ist er. Ich spür's. Ich spür's im Urin. Gefängniswache. Habe ich nicht gesagt? Wer ist hier eingesperrt? Momentan ist niemand hier eingesperrt. Schon gut. Mehr will ich auch gar nicht. So, Burgwache. Hallo? Ich möchte die Halle betreten und mit den Fürst sprechen. Hier, take my arms. I go in. No. Not this Latein. Ja, okay, lassen wir das mit dem Gildenmeister. Das wird nichts mehr. Schenke abgegrast. Burg. Na gut, wir können ja mal in die Burg gehen. Vielleicht ist ja ein Lord da. Ein Lötchen. Oh, aber das Banner, das gefällt mir ja hier mit dem Rahmen. Richtig kreativ. Und die Farbe, türkisch. Ich meine natürlich türkis. So. Barney schreibt, moin Marcel, ich geb dir mal den Chat. Moin Marcel, achso, moin Barney. Damit du auch... Danke für den Chat, ey, das beruhigt mich jetzt ungemein. Ein Zuschauer, na, da freue ich mich. So, komplett aus dem Konzept gebracht. Verlassen. So. Ich könnte... Vielleicht sollte ich wieder zum Anfangsgebiet. Ich habe das Gefühl, da sind die Leute nicht so stark. Ich meine, Jonathan meinte letztens, nee, hier ist das auch gar kein Problem. Am Arsch. So, jetzt mause ich mich hier mit meinen zwei Leuten so ganz langsam hier hin. Nach Jajek. Jajek, hä? Jajek? Freiwillige immer ran, Leute. Vorräte. Ganz schön Kohl. Zurückgeben. Also den Kohl jetzt. Burg. Ich muss auch mehr hier lesen, was ihr nicht seht, weil da mein Gesicht voll ist. Bambus Master. Habe ich schon mal Mountain Blade gespielt? Na, da das der fünfte Teil ist, habe ich schon mal Mountain Blade gespielt. Man kann sagen, ich bin Experte in Mountain Blade. Das kann man so sagen. Also ich kann es so sagen. Von daher... Aber davor halt noch gar nicht. Noch gar nicht gespielt. Außer die vier Male, wo ich schrecklich auf den Sack gekriegt habe. Freiwillige mal ran, Leute. So, jetzt haben wir schon fünf Leute. Und jetzt werden Banditen... Nee. Spaß. Noch keine Banditen. Mal ein bisschen hier sammeln, ein bisschen da sammeln. Hallo, hast du eine Dingsquest? Eine Briefquest für mich, die ich leicht erledigen kann. Mein Name lautet Willbald Handeln. Stehe zu Diensten her. Ja, ich bin fürs... ja... Ich habe... Und überhaupt. Hast du eine Aufgabe für mich? Zufälligerweise haben sich König Krage versprochen, dass die Truppe selber für seine... Okay. Jetzt wird's ja mal interessant.
Jetzt wird's aber mal richtig interessant. Die Frage ist, ist König Ragnar? Ich kann doch kein Söldner werden, Leute, was... Ich schließe mich Königreich von Nord. Ich bin nicht interessiert. Ich bin interessiert. Bitte sind wir da. Ja, machen wir das. Ich kann euch einen Kontakt über 3 Monate anbieten. Okay, nach Ablauf dieser Frist kann dann von Monat zu Monat verlängert werden. Zur Besiegelung des Kontakts wird Vorschuss von. Okay. Von der Zahl. Okay, das ist dann in euren Trupp wöchentliche Zahlung. Ab. Küche. Ihr habt bald euer Recht auf die Beutegut nach Kirchen und Krieg. Also es hat ja eigentlich nur Vorteile, so wie ich das hier verstehe. Und was ist mit meinen Pflichten als Landsknecht? Verpflichtungen? Es gibt nur einige wenige. So fängt's an, ne? Ich will hier nichts verkaufen, ne? Du musst nur hier und wieder mal ein paar Gefälligkeiten erledigen und mal hier und da die Seife fallen lassen, aber sonst ist das gar kein Problem. Zuerst musst du unsere Sache treu schwören. Dann musst du. Okay, der Norden, ne? Also ich sag mal so, wenn man jetzt Game of Thrones Fan ist, ist hier der Norden schon attractive. Und natürlich müsst ihr auch die Feinde unseres Königsreichs angreifen, wo immer ihr sie findet. Ja, ist schon wieder weniger geil, ne? Ich könnte ihnen einfach nichts verkaufen, ne? Das wäre doch was. Ihnen einfach nichts verkaufen. Wir probieren es einfach mal. Klingt gut, ich möchte als Landsknecht in eure Dienste treten. Perfekt. Wie heißt du eigentlich? Jarl Drigun. Dirigun. Dirigun. Formelle Treuschwör bleiben und euer Ehrenwort geben, dass ihr und eure Truppe wenige. Ich bin ein bisschen aufgedreht heute. Ich weiß, ich habe einen kleinen Zuckerschock. Jonathan hat mir Süßigkeiten gegeben. Ich habe heute früh schon Süßigkeiten gegessen. Das liegt nicht an Halloween. Und baller mir die ganze Zeit Honig rein. Mein näheren Nachdenken lieber doch nicht. Ach komm, machen wir. Selbst das Spiel merkt, dass es einem nicht so gut geht und dann gibt das Spiel einen Möglichkeiten. So, nun schlage ich vor, dass ihr euch für den nächsten Feldzug vorbereitet, trainiert und wappnet euren Mann in der Zwischenzeit so gut wie möglich und meldet euch schnell zur Stelle, wenn ihr zu Dienst her. Okay, wie werde ich denn gerufen? Das könntest du mir nochmal beantworten. Wie werde ich gerufen? Ich möchte euch etwas fragen. Oh, oh, vielleicht haben wir uns hier zu viel vorgenommen. Hast du eine Aufgabe? Nee, das lassen wir mal. Das lassen wir mal. Behalte die Fraktionsbeziehungen im Auge. Kein Problem, das müsste hier irgendwo stehen. Okay, jetzt nur nicht in Panik geraten. So, Fraktionsbeziehungen. Fraktionen! Achso, vielleicht sollte ich mal weiterlesen. Dann Pikachu, mit dem ich nichts anfangen kann. Unter Anmerkungen. Anmerkungen. Achso, Anmerkungen, Fraktionen, ja, okay. Das Bild, Barney. Hahaha. Das Pikachu. So, Königreich von Nord. Königreich von Nord wird regiert von Ragnar. Ja, das ist schon. Das ist unser König. Kein Problem. Und dann heißt es, ich muss dann kämpfen, oder was? Hab die richtigen Leute abonniert. Verstehe ich wieder nicht.
So. Aber ich will ja erstmal, also was muss, okay, ich brauche Leute trainieren und dann werde ich schon irgendwie gerufen, vielleicht. Vielleicht mache ich mir auch jetzt zu viel Druck und das ist alles gar nicht so schlimm und ich mache erstmal heiter weiter. Ich habe schon 5 Leute, ey, das ist so viel. Halt die Schuhe fest, was ist hier los? Dorfbewohner, kann ich mit umgehen. Rekrutiert Freiwillige mal ran. So, wie viel Geld? Ach so, ich habe ja richtig viel Asche bekommen. Ey, geil. Muss ich gleich alles wieder ausgeben. So. Ja, die Sache ist die, da jetzt der Norden jetzt hier, ne? Der Norden ist ja jetzt meins. Meine Leute. Und da sollte ich vielleicht lieber hier oben bleiben. Doch nicht ins Anfangsgebiet. Ich guck noch mal ganz kurz, wie die hier. Mit wem die hier können und mit wem nicht. Krieg ich behindert Kampfhandlungen die Overhand, okay. Unbeglichene Rechnung mit. Das? Keine Ahnung, was das ein Dude anscheinend. Königreich Rodox. Und mit denen Affen. Steht hier nicht irgendwo auf der Karte zeigen? Ich will hier jetzt nicht. Na, na, na. Ja. Ich bleib erstmal hier oben. Kuraf, mit Kuraf bist du aber geil, oder? Kuraf ist geil mit dir. Fraction. Kuraf, wo stehst du, du geiles Stück Dreck? Kuraf, jetzt kann ich es wieder nicht lesen. Der Kuraf scheinst du nicht zu haben. Achso, hier sind die Vasallen übrigens erst besetzt. Das sind nur die Sachen. Du musst nur hier gucken, Marcel. Ja, Kuraf hast du nicht. Okay. Mein König, ey, der macht nur weise Entscheidungen. Ach so. Hey, seht ihr, der Ort wird von feindlichen Truppen gehalten. Ja, ne, das sind jetzt hier meine Feinde. Ach, hier steht Königreich. Wo steht denn so? Das hier sind meine Dudes. Also blau ist meine. So, Leute, hier habe ich doch, habe ich, verstehe ich doch, kann ich, habe ich, mache ich. Hier, das sind nämlich meine Leute. Dann gehen wir hier hin. Geplündert. Ne, da gehen wir nicht hin. Oh, jetzt wird's dunkel wieder. Geh mal auf die Berichte in der unteren Leiste. Das hier? Und was willst du jetzt hier? Was soll ich denn jetzt hier machen? Fraktionsbeziehungen. Beziehungen. Missgünstig. Ja, da muss einiges schiefgelaufen sein. Ja, dann musst du mir auch sagen, was ich hier jetzt soll, ne? Weiterreisen. Habe ich nicht nötig. Ey, wir haben schon 7 Leute. Wo laufen wir jetzt eigentlich hin? Auch nicht, was das jetzt soll. Hier war ich schon. Habe ich schon Leute abgegrast. Wie viel Geld habe ich? Immer noch viel. Immer schön auf Banditen aufpassen. Dann auf Fraktionsbeziehungen. Habe ich doch gemacht! Fraktionsbeziehungen einsehen. Was soll denn das hier? Mich so von der Seite an. Alles, was ist, ist ein Feind.
So langsam musste ich mich fragen, ob du die gleiche Sprache sprichst. Fernanda. Oh, die Leute, ey. Ich heiße und ich möchte Folgendes. Hast du eine Aufgabe? Keine Schlamitzel, Mann. Keine Gefangenschaft. Das ist. Ich hab nur. Weg. Hau ab. Niemand will mit dir reden. Verlassen. Minus 40 ist Standard, wenn die Fraktion mit deinem Krieg ist. Ach so. Okay. Na dann. Auf zur Schenke. Ist hier noch. Ich hoffe ja immer noch, dass hier. Komm mal wieder mit. War die nicht in meinem Trubi McTrummenstein? Wahrscheinlich verwechsel ich die. Wann denn ein Minnesänger? Na, nun wird's ja albern. Das ist. Nee. Ich sehe in jedem diesen Betrunkenen. Alles, was Minus ist. Bist du bereit, wenn die Zeit gekommen ist? Vielleicht könnt ihr mir helfen. Was ist es denn? Ich werde es euch erzählen, aber wisset, dass es eine Geschichte voll großen Unrecht ist. Oh Gott. Unrecht, Unrecht. Oh, ich kann doch nicht lesen, Leute. Nee, nee, nee. Tut mir leid, ich kann nicht lesen. Hallo? Okay. Erstmal, wie viel willst du denn haben? Boah, du redest auch zu viel. Weg. Vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht, wenn ich 2, 3 Bücher gelesen habe und darauf vorbereitet bin. Aber so muss ich euch leider enttäuschen. Gildenmeister. So, wer sieht aus wie ein Gildenmeister? Welches Stück Dreck sieht aus wie ein Gildenmeister? Spaß. Jetzt kriege ich hier WhatsApp-Nachrichten. Jonathan Barney schreibt was. Er hat nee geschrieben. So. Gildenmeister. Auftrag? In der Tat suche ich jemanden zu bringen. Einiger Bier. Einiger Bier? Ist Biere nicht die Mehrzahl von Bier? Ja, das ist doch machbar, oder? Was sagt ihr? Ja, das übernehme ich doch. Wohin? Von Ishamur? Nee, achso, dahin. Ishamur, okay. Weiterziehen. Habe ich das Bier jetzt im Inventar? Okay. Jetzt müssen wir nur noch raus, weg. Tschüss. Ishamur, wo bist du nur? Ishamur. Ich schaue auf die Quest und dann ich sehe Ishamura auf der Karte anzeigen und ich habe Ishamura sozusagen entdeckt. Hier ist Ishamura. Und Ishamura mich fragen, ja, gar kein Problem. Ich mache einfach, ich gehe einfach dorthin und dann sollte kein Problem sein. Schön aufpassen, dass hier niemand ist. Ich bin nämlich so erbärmlich. 7 Leute. Haut, lasst mich alle in Ruhe. Was bist du? Okay, nichts.
Also hier sind ja gar keine Banditen. Alles klar. Du musst die dort in der Schenke abgeben. Ja, das weiß ich doch, Leute. Also manchmal denke ich, ihr glaubt auch, ich bin ein Clown. Gefrühstückt habe ich. Bin ich noch auf Kurserian? Ja. Das sind hier jetzt meine Feinde, ne? Alles meine Feinde. Feinde. Haut ab! Oh oh. Wie schnell sind die? 5-8? Scheiße, die sind schneller. Ja, haut ab, ihr Deserteure. Nichtskönner. Originale Nichtskönner. Oh, hier ist Action. Hier ist Action. Holy shit. Holy shit. Scheiße, scheiße, scheiße. Schnell hin! Wow! Scheiße, das war knapp. Ach du Scheiße. Wie ist denn das, wenn ich jetzt hier rausgehe? Was ist denn, wenn ich jetzt hier wieder rausgehe? Ich gehe erstmal zum Dorfzentrum. Und talk ich ein bisschen mit den Leuten. Ich habe gerade Plus gemacht, weil ich Söldner bin, ach so. Lies dir die Abrechnung durch. Ja. Ich lese mir gleich mal eine Abrechnung durch, ja. Ernte war schlecht. Banditen hier, Banditen da. Getreide, bist du wahnsinnig? Ciao, Kakao. Okay, wenn ich mein Pferd ausrüste, bin ich... Aber es ist ja ein Lastenpferd, ne? Okay, dann bin ich auf der Karte schneller, sagt man mir. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, rauszugehen. Folgen will bald handeln, ey. Die haben richtig Bock, mich zu zerdreschen. Scheiße. Oh, jetzt sind wir gleich schnell. Holy fucking moly. Ja, danke für den Tipp. Nee, war gut. Habe ich gebraucht. Sowas brauche ich. Tipps? Ey, wir haben schon 7 Leute, ey. Das ist geplündert, da muss man nicht hingehen. Wir geben erstmal schön. Ich habe schon wieder vergessen, was das so. Bier ab. Schön in Ishamur, schön das Bier rausgeben. Hier ist alles geplündert. Ey, die Leute, denen geht's hier richtig schlecht. Hier wohnt keiner mehr, ey. Jabiga. Puh, was ist das hier für ein Matrose? So, ab zur Schenke. Ich hab Bier! Man hat mir aufgetragen, euch 6 Einheiten Bier zu geben. Ich habe nochmal Geld gekriegt? Geil. Nun bin ich Stufe 3. Noch geiler. Achso, mein Vorrat war schon fast aufgebaut. Ich habe die Kosten von Bier im Voraus bezahlt. Ihr nehmt diese, das sollte eure Unkosten decken. Und bestellt Gildenmeister meine Grüße. Ich finde auch gut, ist ja einfach keine Ahnung. Und bestellt random Person meine Grüße. Okay, aber ich muss jetzt nicht nochmal zu dem hin.
Oder? Es ist doch jetzt vorbei, die Quest. Hier will ich nicht nochmal hin. Alter, jetzt habe ich ja richtig Asche. Geil. Also ich will noch nicht sagen, aber es läuft gerade richtig gut. Ich habe einen richtigen Lauf. Ach scheiße, ich wollte es nicht verlassen. Nochmal zurück. Ich suche hier nämlich auch einen Gildenmeister. Kenn ich nix. Da bin ich knallhart. Waffenmeister. Ciao. Was soll das? Warum? Oh, hier wird viel gesägt. Lasse er mich durch. Was hast du denn vor? Nicht hier. Das ist ein bisschen zu. Ah, führst mich zum Gildenmeister. Richtig nice. Nein, ist vorbei. Gut, jetzt redet ihr einfach über irgendwas. So. Was? Wir haben gehört, dass verzögern einfach einige Reisende. Nee. Das machen wir nicht. Da müssen wir uns erstmal schön trainen. Da müssen wir uns erstmal schön aufpumpen. Okay, kann ich hier noch irgendwas machen? Nö. Ganz einfach nö. Klappern hier mal ein paar Leute ab. Okay, mit denen bin ich nicht verfeindet. Die Quest ist vorbei! Oh. Ach, du wurdest in der Gegend geboren. In der Hochstäbe? Aha. Pferdeverstand. Was ist denn Pferdeverstand? Borscha. Was willst du mir sagen? Ja, erzähl mir mal mehr von deinem Pferdeverstand. Ja, okay, du quatschst mich schon wieder zu viel. Alles klar. Ciao. Freiwillige, da kommt immer ran. Oh, jetzt habe ich es nicht gemacht. Schön. Machst du ein bisschen, hältst du Mikrofon. Du, der andere hält die Kamera, geht schon. Ich bin ein bisschen paranoid geworden, was hier Essen angeht. Oh, Salz. Aber nur wärmer, aber. Zack. Ja, ich hatte gefragt, das stimmt, ja. Aber ich frage hier ständig Sachen und nur ein Teil wird beantwortet. Und dann denke ich, ihr redet über irgendwas anderes. Auf der Flucht bist du okay? Sanjar Khans Trupp. Mhm. Ohne rassistisch zu sein, aber es scheint mir ein bisschen orientalisch angehaucht zu sein. Scheiße. Ich habe nicht geguckt, wie viel das jetzt waren. Ich will hier kein Risiko eingehen. Oh, es ist schon viel Geld, ne? Ey, aber sag's nicht Großvater, ja? Ah, siehst du, 13 Leute. Wo kommst du denn eigentlich her? Aus dem Nichts? Ist hier irgendwo ein Übungsgelände? Und wenn nicht, warum nicht? Warum gibt's hier kein... Warum gibt's hier kein Übungsgelände? Also manchmal weiß ich auch nicht. Tülülüt. Zürschenke. Ich hoffe immer noch, meine alten Leute... Oh, ich dachte gerade... Ich dachte gerade, du bist hier irgendjemand, den ich kannte.
Bam bam bambule. Also ich sag mal so, wenn wir uns weiter konzentrieren und jetzt uns keine Fehler passieren wie gerade, dann sieht es doch ganz gut aus heute. Dann geht man mal vielleicht mit einem guten Gefühl nach Hause. Pferde. Ach nee, das lassen wir mal. Gildi. Gildo. Du bist es. Ha! Ey, ich spüre das. Weg. Ich glaub's nicht, Johann spielt Stellaris. Hast du einen Auftrag für mich? In der Tat. Schutz einer Karawane. Ah, ich weiß ja nicht. Jonathan meinte, das kann man mal machen. Weil die Karawane mitkämpft. Aber ich hab doch keine Leute. Nee, Leute. Das ist mir noch zu heikel. Wir kommen auf dich zurück. Ich merke mir die Position, wo du stehst. Und dann, kommen wir nochmal zurück. Aber ist eine gute. Was? Eine gute Quest? Oder was? Ist eine gute Quest? Wenn du jetzt sagst, es ist eine gute Quest, dann mache ich die. Bestätige er dies nochmal. Okay. Wo ist die Treppe? Das da ist die Treppe. Wie kommt man nochmal runter? Ich hab's vergessen. Absetzen. Das ist schon die... Mach, dass du wegkommst! So. Gildi! Ich weiß nicht, aber hast du vielleicht einen Auftrag für mich? So, ist noch die gleiche Quest, alles klar. Wird gemacht. Ich zähle auf dich, viel Glück! Glück? Glück ist für die schwachen Leute. Ich brauche kein Glück. Händlerkarawane. Es geht in die Stadt Dirim. Oh, die habe ich schon mal gehört. Da klingelt was bei mir. Aber nichts Gutes. Ach, wieso guckt der Idiot nicht gleich nach, wo es ist auf der Karte? Ich werde gleich richtig sauer. Oh, holy shit, das sind doch die Feinde. Oder? Oder sind das hier nur die Feinde? Jetzt wird's mir nicht angezeigt. Weiß ich nicht, werden wir dann sehen. Okay, da müssen wir hin. Heißt es... Wo bin ich nochmal? Geht jetzt die Karawane selber los, oder? Das ist die Karawane, ne? Folgt die mir? Ja gut, ne? Das fängt ja jetzt schon mal wieder gut an hier. Das wird doch nichts, leider. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, lauf gegen Baum! Das kann man gebrauchen im Krieg. Rechtsklick auf die Karawane, wird mir gesagt. Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ah. Okay, Karawanenwache, das ist ja schon mal gut. Alter, was ist denn hier für ein Schlamassel? Oh, Leute, erschreckt mich doch nicht so. Na gut, ich bin gleich tot. Ich muss ein bisschen...
Er hatte mich da... Ja, was ist jetzt hier? Schaffen den Rest des Weges allein, danke. Ich bin sehr enttäuscht. Geil, ein Pferd. Wie, was soll das heißen? Jetzt schaffen. Habe ich die Quest nicht mehr? Jetzt werdet mal hier nicht frech. Ich, natürlich begleite ich euch weiter. Muss man jetzt nicht unverschämt werden. Scheiße, ich weiß schon wieder nicht, wie man hier auflevelt. Okay, Wurfkraft. Aber Wurfkraft ist... den Wurfschaden. Um 10%. Ist Wurfkraft, ist Werfen. Ist das richtig? Weil dann könnte ich ja Wurfkraft machen. Oder war das dumm? Ich habe noch nicht aufgegeben mit den Steinen. Es tut mir leid. Mehr Gesundheit gekriegt. Aber wie kann ich jetzt nochmal mit reden, ne? Ja. So, was macht denn bei dir Sinn? Du hast 12, heißt es, wir gehen weiter auf Intelligenz. Ich würde ja auch gerne mal einen Bogen geben. Ein Bögchen. Bogenzugkraft. Okay. Rittener Bogenschütze. Krass. Einmal Bogen. Schönen Bogen rein. Und dann bin ich komplett aufgeschmissen. Einen Punkt, achso, Steine geben, gehen denke ich mit 1. Bei Wurfkraft. Oder was meinst du? Ich glaube, ich mache erstmal Stärke. Und dann
mache ich hier 5. Scheiße, jetzt habe ich 6 gemacht. Geb dir Bogenschießen. Oh, scheiße, was ist jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Okay, aus irgendeinem Grund geht's nicht höher. Ich beende meinen Zug und setz den Nordrekruten in Verteidigungsmodus. Ja, bei Wurfkraft. Und ihr seid komplett nutzlos, oder? Was könnt ihr denn? Scheiße, ey. Könnt ihr auch aufsteigen? Holy moly. So. Dann gebe ich Borscha noch einen sogenannten Bogen. Speer. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Schön Pfeil. Ja. So, können wir gleich mal gucken hier. 14 und 6. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Was hast du denn auf dem Köpfchen? 16. 7. 8. 11. Ist schon mal ganz gut. Dein Schildrian sieht auch gut aus. Dafür habe ich nichts für deine Füßchen. Ein Pferd. Soll ich dir ein Pferd geben? Geschwindigkeit 36, 37 Manöver, 39, Angriff 8, Angriff 9, Trefferpunkte 100, 120, erfordert Reiten 2. Hast du Reiten 2? Jetzt muss ich noch gucken, ob du Reiten 2 hast. Reiten 2. Alles klar, fertig. Okay. Dann versuche ich nochmal das mit dem Rechtsklick der Karawane. Wie wird... Ihr seid unsere Eskorte, richtig? Ja. Okay. Lang einer sicheren Route folgen. Dann probieren wir das mal. Ich wusste nicht, dass die hinterher läuft. Rechtsklick ist Quatsch. Okay. Rechtsklick ist Quatsch, wurde mir gerade gesagt, aber es bringt mir doch trotzdem was. Dachte ich. Fuck, ey, hier sind übelst viele. Holy shit, Leute, ey. Ah, die sind, das sind nur 7 Leute. Banditen sind auch nicht so stark, oder? Mit einem Schild kannst du Pfeile abwehren. Ja. Das mag ja sein. Aber... Was mit meinen Steinen? Okay, wir müssen uns hier irgendwie durchmogeln. Ich hab schon wieder vergessen, wo wir hin müssen. Der Rim, ne? Ist die Karawane langsamer? Sie ist ja ultra langsam. Lauf doch nicht da lang noch, du Huren, du Hunde, du Hund. Alter, der König, der ist so gebeberechtigt. Was machst du? Haust du jetzt ab, oder was? Ja, ich verstehe auch, warum. Fuck, das sind 18 Leute. Scheiße. Dahin. Ah, das sind so viele, ey. Fuck, ey, ich verliere doch wieder, Dreckscheiße, Mann. Oh, fuck, ey. Oh, Scheiße, ey.
Es ist so erbärmlich, ey, aber ich kann nichts machen. Karawanwache getötet. Scheiße, ey, die verrecken ja alle. Alter, ey, das ist ein Himmelfahrtskommando. Fuck. Scheiße. Ey, du Schwein. Alter. Ja, was? Oh. Mir fehlen die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Aufgabe. Das braucht man nämlich im Leben. Wieder mit dem Quatschgetreide. Ja, das Problem, wenn ich jetzt rausgehe, ist doch wieder Kacke am Dampfen. My men would like a word with you about your purse. Gibt keinen Grund zu gärmen. So. Ja, mich hält ja eigentlich nichts mehr, ne? Ich kann eigentlich wieder in den Norden zurück. Und ja. Aber aufsteigen kann ja niemand, oder doch? Oh, das war falsch. Ja. Belastend. Ja. Aber das scheint mir Mountain Blade zu sein. Ich wimmel's nur von Drecksaffen. Da rein sollst du gehen. Nicht wahr sein. Rolf.
Weil die wieder Haufen Geld haben. Raus hier. Schnurstracks, raus. So, wer könnte so ein hinterhältiges Schwein sein und ein Gildenmeister sein? Wer sieht hinterhältig aus? Wer? Du bist kein Gildenmeister. Du bist auch kein Gildenmeister. Was bist du? Ist die Frage. Du da. Was bist du? Ich rede mit dir. Was bist denn du? Ja. Gildenmeister, habe ich doch gesagt. Denkst du, kannst dir alles erlauben? Auftrag. Na, rafft ihr nicht, dass ich zu schwach bin? Lasst mich Briefe austeilen und sowas. Wie bei Death Stranding. Spaß. 20 bis 25 Leute. Katsching. Okay. Hier habe ich nichts mehr zu suchen. Also mein Plan ist jetzt wieder hier hochzugehen. Wobei ich muss sagen, ich würde auch gern hier so in diesen Bereich nochmal gehen, in der Hoffnung, dass ich meine alten Freunde wiederfinde. Oh Gott, jetzt muss ich niesen. Oder? Ich habe nicht genug Willenskraft gehabt. Ich dachte, ich kann es verhindern. Hier sind richtig viele Banditen, ey. Oh Mann. Hör doch mal auf jetzt. Freiwillige mal ran. Ciao. Geh ich zur Burg? Nee, eigentlich nicht. Ja, lass die mal ziehen jetzt hier. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Danke. Das ist auch geplündert. Wird belagert. Geil. Hier läuft's richtig gut. Ach, hier will ich eigentlich gar nicht. Das muss ich auch umschiffen hier, den Dreck, oder? Ach ne, ich könnte hier lang gehen. Oder? Mit denen bin ich nicht. Die sind so rot unterlegt, das heißt, das sind meine Feinde. Meine Erzfeinde. Das heißt, wenn ich da nicht lang gehe, dann ist die Chance nicht so groß, verfolgt zu werden. Glaube ich. Bist du? Hau ab. Wie viel sind denn das? Dieser Töre. Kämpfen die Gefangenen auch mit? Oder? Aber ich glaube, die sind zu krass. Das sind hier Leute, von denen habe ich noch nie gehört. Lanzenreiter. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Hier ist wieder. Das ist wieder geil. Da ist ein Übungsplatz. Ja, auf die Einheiten gucken kann ich jetzt mittlerweile.
habe ich wieder so viel Leben. Geil. Aha! Ihr haltet 4 Erfahrungspunkte. Hat der andere auch Erfahrungspunkte bekommen? Ach ja. Für ihr gewandt 8 Erfahrungspunkte. Gewandt 8. Holy shit, 60. Ach so, alle zusammen. Okay. Das hat sich doch gelohnt, oder? Das machen wir nochmal. Beliebig. Das Problem ist, wenn es Borscher ist, dann habe ich, glaube ich, ein großes Problem. Du Schwanz. Ja gut, das habe ich jetzt. Das hätte man. Die Übung verlief gar nicht gut. Immer Fernkampf. Wurfmesser. Immer 20 Schritt. Oh, das ist 20 Schritt? Ach du Scheiße. Ja, Leute, du musst schon treffen, ne? Ich habe die Maus kaum bewegt. Ach. Gewann 2 Erfahrungspunkte. Ah, nochmal hier. Mach das doch nochmal. Vielleicht ist das ja effektiver. Holy shit. Ach, wo zielst du denn hin, du Banause? Ach, jetzt wird's wirklich lächerlich. Keine Pfeile mehr, ja, okay. Die Übung verlief nicht so gut. Warum? Ich verstehe nicht, warum. Was habe ich. Ich verstehe nicht, was machen. Was ist das jetzt? Holy shit. Das treffe ich wieder. Ich weiß, was schon gleich am Ende dastehen wird. Die Übung verlief nicht so gut. Das ist ganz großer Käse. Treff doch mal irgendwas jetzt hier. Leute, wie dicht soll ich denn da noch ran? Ich reite schon nicht mehr. Ach, das ist wirklich. Das ist wirklich ganz großer Quatsch hier. Komm! Zieh ab! Sag mal, jetzt. Ach, da hinten triffst du, ja, genau. Das ist aber auch nicht mehr reiten, was das hier ist. Zählt es trotzdem als Reitwurf? Der war hundertprozentig getroffen.
Das war ganz großer Quatsch. Naja, du hast Wurfkraft 1. Also, sehr gut. Aber hat es jetzt, hat nichts gebracht. Also klar, wird schon was gebracht haben, aber nicht genug. Nicht genug. Wie viel Geld habe ich? Ach, ich bin so vergesslich. Okay, gar nichts. Also was ist jetzt unser Ziel? Ich würde sagen, weiter versuchen, einfache Quests zu machen. Nicht zu sterben. Was ist denn hier noch eine Stadt? Hier oben. Kann mir hier jetzt eigentlich was passieren? Ja, Banditen und so noch. Aber sonst? Also Gefahr wie früher. Aber mir reiten hier keine wilden Leute hinterher, ne? Ey, lass mal in Ruhe, der ist beschäftigt. Wie spät ist es eigentlich schon wieder? Okay, ich guck mir die Stadt noch an und dann war's das. Beim Turnier kann ich nicht mitmachen, weil ich keine Gesundheit habe. Das habe ich letztes Mal schon gemacht und wurde, na gut, die Hälfte. Ich gucke erstmal, was der Gilmeister hat und dann machen wir vielleicht beim Turnier mit. So, wer ist die verdächtigste Person hier? Der sieht sehr verdächtig aus. Schwein. Gib mir eine dreckige Aufgabe. Na, das ist doch... Das habe ich schon mal gemacht. Und es lief sehr erfolgreich. Ich probiere es einfach. Nur noch gucken, wo das ist. Okay, warum wird mir das nicht auf der Karte angezeigt? Vielleicht erst, wenn ich auf der Karte bin. Viel zu weit. Scheiße. Soll ich jetzt trotzdem meinen Turnier mitmachen? Ach, das wird eh nichts. Ach, kämpfen die alle gegen mich? Nee, so, man muss so kämpfen. Schade. Also klar, ich war auch erbärmlich, keine Frage, aber... Okay, wo ist denn jetzt die Tierherde? Achso, ich muss erstmal gucken, wohin. Gudan. Woher wisst ihr eigentlich, wie weit weg das ist? Frage ich mich. Achso, jetzt kann ich, glaube ich, gucken auf der Karte. Ihr kennt doch die ganzen Städte nicht auswendig. Ich sehe es noch nicht. Da. Ah, ist schon weit, ne?
Aber die sind mir ja zum Glück nicht feindlich gesinnt, die Leute hier. Nicht wahr? Ich weiß nämlich, dass das Feinde sind. Scheiße. Okay, dann nichts wie ran an den Speck. Komm, Kuhherde. Was ist mit dir? Bleibt das viel weiter, ja? Würde ich mal meinen. Ja, nee, genau in die andere Richtung, Kumpel. Ich sehe schon wieder ein sehr großes Desaster auf mich zukommen. Wie kann denn der Gildenmeister mit den Feinden gemeinsame Sache machen? Und der gemeine Sparer, der arme Vasall muss es ausbaden. Was soll ich denn sagen zu den feindlichen Truppen? Ja, ja, da war so ein Deal und ich kann gar nichts dafür, also... Aber hier sind die Kühe. Scheiße, ey. Wie soll ich denn da hinkommen? Ja, lass mich hier mit dem Gequatsche in Ruhe. Ich krieg jetzt schon Probleme. Aber cool, geh jetzt auch mal bitte da die Brücke. Sehr gut. Läufst du eigentlich automatisch? Das letzte Mal hatte ich das Gefühl, ich beeinflusse dich, wie ich lenke. Also wie ich laufe. Aber ich habe das Gefühl, du läufst irgendwie automatisch. Automatisch. Es ist immer so, egal was passiert, das ist die letzte Handlung, die wir heute machen. Und dann hoffen wir mal, dass es noch gut geht. Das ist ja noch der easy Teil hier. So, was macht die Kuh jetzt? Die läuft doch nicht automatisch, oder? Was machst du denn jetzt? Cool. So oder was? Och, man erschreckt mich doch nicht so, ey. Alter. Nee, nicht wieder zurück, du Hampelmann. Gut, dann laufen wir jetzt so lang. Was ist denn los mit dir, blöde Kuh? Zu 80% macht ihr das, was ich will, aber dann rastet ihr manchmal aus. Müssen wir nehmen. Okay, jetzt ist hier feindes Land. Ja, oder so, ne? Jetzt ist das besser.
So, ab jetzt wird's gefährlich, ne? Also es mag vielleicht für euch langweilig sein, aber ich spüre gerade die Dramatik. Oh, ich krieg richtig Puls. Oh Gott, da ist es schon. Scheiße. Was seid ihr? 20 Leute! Ah, die sind nicht so schnell. Fuck. Quest erfolgreich. Aber muss ich nicht noch... Sprechen mit dem Guildmeister. Ja, mit welchem Guildmeister jetzt? Mit dem? Wahrscheinlich schon. Okay. Ich kann auch mal mit dem kurz sprechen, wenn ich hier hinkomme. Weiß ich auch nicht. Oder ob die mich gleich angreifen. Ja, das ist hier der Feinde, mit dem muss ich wahrscheinlich nicht sprechen. Aber ja, dann speichere ich. Und ja, dann soll es das gewesen sein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und was man so Gutes wünscht, ne? Viel Gesundheit, auch ganz viel Gesundheit. Gerade jetzt, wenn es so kälter wird. Ne, dass man mal ein Teechen trinkt und sich erholt, ne? Mit den Liebsten. Na dann, bis bald, Rian. Ciao.